Hey Leute, ich bin's wieder, der lustige Mann aus dem Internet. Heute reden wir über die MyBet-Werbung. Saß letztens auf der Schüssel. Nein, nicht MyBet. Und wenn doch, raus aus meinem Bett. Leute, ihr könnt nicht einfach alle bei mir pennen. Ich brauche echt nicht viel Platz, aber ich hab's gerne so kalt wie möglich. Am besten schlafe ich mit meinem Gesicht gepresst an die eiskalte Wand und atme die Luft, die unter Bett gekühlt von mir nach oben gesaugt wird. Ist das komisch? Kennt ihr das? Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Schlafen ist ja so eine richtige Physik für sich. Und ich bin dabei einfach immer wie so eine Ragdoll-Puppe aus Garry's Mod und hab meine Arme nicht unter Kontrolle. Was das mit der Sportwetten-Website MyBet zu tun hat? Naja, relativ wenig, aber die machen ja auch Werbung mit einem Typen, der auf dem Klo sitzt. Also darf ich das auch. Ich nehme ab sofort jetzt alles auf der Schüssel auf. Und beim Thema Wetten. Ich wette mit euch, dass ihr es nicht schafft, dieses Video auf 30.000 Likes zu voten. Falls ich verliere, mache ich ein Video über Horse Paradise, My Dream Ranch, dem wohl schrecklichsten Reiterspiel auf diesem Planeten. Also, haut ein Like raus, wenn ihr mich leiden sehen wollt. Ich weiß, euer Support ist insane, also danke dafür. Und bevor wir jetzt weiter wetten über Amadeus und Sabrina abschließen, kommen wir wieder zu My Bet. Und wir wissen alle, dass Amadeus gewinnt, weil Bibio wieder unverzichtbar zaubern würde, ja? Hex! Den Glücksspiel- und Sportwettenanbieter gibt es seit 1998. 2018 gab es eine kurze Insolvenz und seit April 2019 gibt es neue Angebote, eine neue Homepage und, richtig, auch eine neue Werbestrategie! Juhu! Die haben auch eine Lizenz für Online-Casino und die ganzen benötigten Genehmigungen. Und deswegen auch hier nochmal der Disclaimer. Glücksspiel kann süchtig machen. Auf der BCGA-Website gibt's mehr Infos dazu. Ich hab's! Das kann nicht sein! Wir schauen uns aber heute nur die Werbung an und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wegen dieser wirklich viele Leute Bock aufs Wetten kriegen. Saß letztens auf der Schüssel, total vergessen, meine Wetten zu platzieren, hatte die Mega-Strategie entwickelt. Wer jetzt auf den Materia-Flow hofft und denkt, dass dann noch coole Lines gespielt werden, den muss ich leider enttäuschen. Das ist einfach eine monotone, runtergerasselte Werbung. Stellt euch vor, ich würde meine Videos ab sofort so einsprechen. Hab den Anfang der Werbung gesehen und hab gedacht, krass, der Typ ist am Koten. Wie haben die das aufgenommen? Hatte der eine Unterhose an? Wer kommt da auf die Idee, so eine monotone ASMR-Gülle für sein Voice-Over zu nehmen? Vielleicht wäre das eine neue Idee für den Prank-Bros-Kanal. Das macht mich aggressiv. Da wünsche ich mir, dass mir jemand einfach mal eine schöne Intonation auf die Vokale kloppt. Fragezeichen hinten. Stimme geht hoch. Das ist doch nicht so schwer, oder? Haben die sich was dabei gedacht? Wenn ja, was haben die sich dabei gedacht? Leute, Sportwetten sind so wie Sport, nur ohne Sport. Da labern wir jetzt einfach drauf los und schwappdiwupp drückt da jemand auf den Link. Interessant ist übrigens, dass MyBet keine App im Play Store anbieten darf. Ich reg mich ja viel über die Bestimmung von Google und Co. auf, aber die haben denen einfach die Tür vor der Nase zugetackert. Nice. Wir hören uns nun weiter an, welches lyrische Meisterwerk die MyBet-Künstler uns auf die Leinwand projizieren. Hatte die Mega-Strategie entwickelt, hätte von Einstein sein können. Und der Part war von Goethe, oder? Der saß in Rodenkirchen auf dem Berg und hat sich einfach gedacht, des Wetten Willens werde ich nun Mephisto killen. Aber jetzt mal ehrlich, jeder, der bei Wetten meint, er hat eine super gute Strategie, denkt auch, er könnte seinen Gegenüber bei Schere, Stein, Papier austricksen, indem er erst Stein und dann Schere macht. Du gehst ins Casino und wahrscheinlich verlierst du Geld. Sonst gäbe es das Casino nicht. Und beim Wetten braucht man neben einer guten Strategie eben auch am Ende eins. Glück, so wie Faust. Ich geb dir Faust, Junge. Die Bayern gewinnen mit Handicap. Werner knipst. Dortmund macht mehr als 3 Buden. Krass geile Quote. Werner knipst? Wieso macht Werner ein Foto? Spätestens jetzt sollte klar sein, ich bin absolut nicht im Fußballgame. Und wieso macht Dortmund mehr als 3 Buden? Sag doch einfach, macht 3 Tore. Wo ist da eine Bude? Die hat doch kein Dach. Machen die jetzt einen Weihnachtsmarkt? Und wenn ja, ist da eine Waffelbude dabei? Oder irgendwas mit Glühwein? Versteht ihr? Irgendwas mit Schuss? Schuss ins Eck, ey. Gut, gut Kick, gut Schluck. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Wollte mir gerade selbst den Sportwetten-Nobelpreis verleihen. Ich weiß, ich bin nicht gebildet in euren Fachgebieten, aber man kann sich selbst keinen Nobelpreis verleihen. Wenn das ginge, dann hätte das die gute Greta doch schon längst auf dem Boot im Atlantik gemacht und wäre wieder zurückgefahren. Aber ernsthaft, kann die Dame bitte mit dem Flugzeug fliegen, ohne dass wir direkt alles unter die Lupe nehmen? Jeder Politiker düst mit dem Jet um die halbe Welt. Aber da will einmal jemand irgendwo hin, um übers Klima zu sprechen. Und dann ist es erst schlimm, dass dafür Kerosin in die Atmosphäre gepustet wird? Was kommt als nächstes? Eine Europa-Tour? Aber sie soll Fahrrad fahren oder was? Da würde ich aber drauf wetten, dass sie das rot-weiße Shirt als schnellste Thunbergsteigerin kriegt. Weiter geht's mit der Werbung. Da auf einmal Handy aus der Hand, zack, voll ins Klo. Ich erst so, nein, fuck, das gibt's doch nicht. Aber am Ende alles gut. Ihr macht also eine Werbung für Sportwetten. Mit jemandem, der auf dem Klo hockt, dem sein Handy in die Toilette fällt. Ganz ehrlich, der hat sich nicht zum Pissen hingesetzt, wenn ihr versteht, was ich meine. Da ist der Kackzug schon Richtung Endstation aufgebrochen. Das Handy hat den Anschluss verpasst, okay? Wette fett gewonnen, neues Handy gekauft. Ich hoffe, er hat sein neues Handy nicht mit seinem alten Handy gekauft. Ich bin ja kein Hypochonder, aber ich mag es auch nicht, in der Kläranlage mein Freischwimmerabzeichen zu machen. Das kleine Seepferdchen jetzt kostengünstig in der heimischen Toilette machen. Registrier dich bei MyBet und hol dir jetzt 100 Euro Bonus.
My bad, so bin ich halt. My bad, so bin ich halt? Aber wie genau bist du denn jetzt? Ungeschickt? Monoton? Lethargisch? Depressiv? Traurig? Ruhig? Ich meine, Günther, ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Da hast du die einmalige Möglichkeit, der Star in einer Werbung zu sein und du brummelst da gelangweilt was ins Mikro. Was ist denn los mit dir? Hast du deine gute Laune beim Pferderennen verwettet und wetterst jetzt jeden Tag als Lebensmuffel in die Welt raus? Aber jetzt mal ehrlich, ich habe schon viele komische Werbung gesehen, aber das ist irgendwie neues Limbo-Level im Keller mit den Zwergen aus Moria, die keine Beine mehr haben. Ich sag's mal so, hab ich jetzt nach der Werbung Bock auf mein Bett? Nein! Aber ich hab Bock auf mein Bett! Get the fuck out. Aber die haben den einfach die Nase vor der Tür zugemacht. Malte, du bist dumm, so heißt das nicht. Das kleine Seepferdchen jetzt kostengünstig in der heimischen Toilette machen. Guck mal, Mama, ich hab den Ring gefunden. Der Ring aus Kacke. Und der Part war von Goethe, oder? Der saß in Rödenkirchen, so heißt es nicht. Hast du deine gute Laune beim Pferderennen verwettet und wetterst jetzt jeden Tag als Lebensmuffel in die Welt raus? Krass, das wäre ja ein richtiger Zungenbrecher. Da hast du die einmalige Möglichkeit, der Star in einer Werbung zu sein und du bummelst da gelangweilt was in dein Video. Du bummelst? Hast du deine gute Laune beim Pferderennen verwettet und wetterst jetzt Das wollte ich sagen, das steht nämlich genauso. Hab den Anfang der Werbung gesehen und gedacht, krass, der Typ ist am Koten. Wie haben die das aufgenommen? Hatte der eine Unterhose an und wer kommt auf die Idee, so eine Mono... Das ist sehr schwierig.